Willkommen zu einem weiteren Windows 10 Tutorial. Es dreht sich diesmal um die PowerShell. Und wenn ihr sie öffnet auf einem aktuellen Windows 10, wird euch vielleicht schon aufgefallen sein, dass hier ein Hinweis erscheint, dass es eine neue PowerShell geben würde. Gemeint ist damit die PowerShell Core Version 6. Standardmäßig installiert ist vermutlich bei euch, wenn ihr ein aktuelles Windows 10 habt, die Version 5.1. Abrufen kann man das, indem man Prozentzeichen eingibt und dann diese Variable abfragt. Und ihr könnt sehen, dass hier auch tatsächlich Version 5.1 installiert ist. Und wenn man jetzt die neuere PowerShell Core Version 6 haben möchte, dann muss man diesen Link hier aufrufen. Das führt zu dieser Seite. Wenn ihr euch fragt, was ist der Unterschied zwischen den bisherigen PowerShell Versionen und der neuen PowerShell Core? Nun, die neue Version ist erstens Open Source, sie wird auf GitHub gehostet und zweitens, sie läuft nicht nur unter Windows, sondern auch auf anderen Betriebssystemen. Hier unten seht ihr eine Auflistung, ihr könntet sie also auch auf Linux-Systemen, macOS oder ARM-Systemen installieren. Ich möchte jetzt mal zeigen, wie man sie unter Windows 10 installiert. Dazu wechselt man auf die Seite des GitHub-Projektes. Hier könnt ihr das sehen, ich scroll mal nach oben. Und dann seht ihr, das Projekt heißt PowerShell, etwas weiter runter gescrollt. Gibt es hier eine kurze Einführung und dann seht ihr den Abschnitt Get PowerShell. Dort werden dann in dieser Tabelle die einzelnen Versionen aufgeführt und für Windows 10 müsstet ihr nun für die 64-Bit-Version diese MSI-Datei herunterladen oder für die 32-Bit-Version diese MSI-Datei herunterladen und der Installer landet dann im Download-Verzeichnis. Ich habe hier nun meinen Download-Ordner geöffnet und ihr könnt sehen, dass die MSI-Datei heruntergeladen wurde, in diesem Fall die 64-Bit-Version. Mit einem Doppelklick startet ihr das Ganze nun und dann kommt hier das Willkommensfenster. Ihr klickt auf Next und dann könnt ihr den Standardpfad, der hier vorgegeben ist, beibehalten. Klickt nochmals aufs Next. Auch die Sachen könnt ihr im Grunde beibehalten. Klickt nochmal auf Next und dann auf Install. Und schon landet Version 6 auf eurem Windows 10 PC. Zum Abschluss erscheint dann noch dieses Fenster. Hier könnte man jetzt unten links angeben, dass die PowerShell gleich geöffnet werden soll. Ich klicke auf Finish und hier startet sie jetzt auch. Und es müsste sich tatsächlich um die Version 6 handeln. Ihr könnt sehen, dass es tatsächlich der Fall ist. In dem Fall die Version 6.2.1 und damit ist sie jetzt auf eurem System. Wie andere Programme auch, kann die PowerShell 6 natürlich hierüber aufgerufen werden. Ein Klick auf PowerShell 6 öffnet sie wieder. Einfacher geht es natürlich, wenn man sie zur Taskleiste hinzufügt. Denn einmal angeheftet hat man dann hierüber den Schnellzugriff auf die PowerShell 6. Und das war's dann für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.